Hey, everybody. I'm so thrilled this weekend that you get to hear a message from my friend Mark Clark, who is a teaching pastor at Bayside Church up in Northern California. Mark and I had the privilege of joining together in a cohort or a small group of pastors. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eine Predigt von meinem Freund Mark Clark hören werdet. Er ist Pastor an der Bayside Church in Nordkalifornien. Mark und ich gehörten beide zur selben Pastoren-Kleingruppe, die sich ein paar Mal im Jahr traf, um sich gegenseitig zu ermutigen und voneinander zu lernen. Als ich Mark zum ersten Mal traf, dachte ich, Mann, der Junge gefällt mir. Ich liebe sein Herz für Jesus. Ich liebe sein Herz für Menschen. Er liebt nicht nur Jesus und Menschen, er ist auch wirklich lustig. Und heute werdet ihr durch ihn ermutigt und herausgefordert. Und ich bin sicher, dass es auch was zu lachen gibt. Aber vor allem wird Mark euch erzählen, wie Gott ihn wunderbar in Kanada gebraucht hat. Er hat in Vancouver eine Gemeinde gegründet, die Village Church. Und Gott hat ihn dort gebraucht. Seit 2 Jahren dient er jetzt hier in Kalifornien. Und Gott gebraucht ihn auch da. Wir haben so vieles gemeinsam. Erstens, dass wir beide ein Herz für Jesus haben. Zweitens, dass wir ein Herz für Menschen haben. Und ich glaube, dass Gott ihn heute gebrauchen wird, um euch zu segnen. Darum möchte ich euch an allen Standorten bitten, Mark Clark mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen, wenn er jetzt auf die Bühne kommt. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Danke. Saddleback, geht's euch gut? Ja, geht's euch gut? Fantastisch. Gut, ich freue mich, dass ihr hier seid. Was für eine Ehre. Wie Andy schon sagte, habe ich 2010 eine Gemeinde in Vancouver gegründet und alles, was aus dieser Gemeinde hier von Saddleback aus heraus geschrieben wurde, die Dinge, die ihr für Jesus getan habt, waren unglaublich. Ich habe all das gelesen und versucht zu verstehen, wie ich Menschen für Jesus gewinnen kann. Ich bin so dankbar, jetzt hier zu sein. Ich fühle mich geehrt, heute zu euch zu sprechen, zu dürfen. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, in Epheser 1 steht der Text, über den ich heute sprechen möchte. Und während wir uns 1-2 Verse aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes ansehen, werde ich auch meine eigene Geschichte mit einfließen lassen. Als Paulus diesen Brief an die Gemeinde schrieb, versuchte er, die wirklich wichtigen Dinge, die zentralen Dinge zu klären. Gleich zu Beginn stellt er sich selber vor. Er beginnt damit im Epheserbrief, der die Geschichte verändert hat. Es ist eines der wichtigsten Bücher in der Kirchengeschichte. Und er beginnt so. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus. So stellt er sich vor. Das ist mein Name. Ich bin Paulus. Ich bin ein Apostel. Das ist erstaunlich. Manche von euch sind heute hier hergekommen und haben gedacht, hier sind die Menschen, von denen ich glaube, dass Gott sie gebraucht. Gott gebraucht perfekte Menschen, Menschen, die nicht fluchen, die nichts Böses tun, die die Dinge nicht falsch sehen und die keine falschen Gedanken haben. Er gebraucht Menschen wie Paulus. Wir lesen die Bibel und sehen, dass er 13 Bücher des Neuen Testaments geschrieben hat. Er ist ein Heiliger. Er ist so schlau. In unserer Vorstellung gebraucht Gott solche Menschen. Und dann kommen wir hierher und denken, dass wir nicht zu gebrauchen sind, weil wir unsere Sünden kennen. Du weißt, was du getan hast. Du kennst deine Vergehen. Kennst deine Fehler. Und du denkst, Mann, Gott kann mich nicht gebrauchen. Er gebraucht nur Menschen wie Paulus. Und wenn du neu in der Gemeinde bist, solltest du als erstes wissen, dass Paulus ein Mörder war. Du hast dem Apostel Paulus schon einiges voraus. Das heißt, was auch immer dein Unsinn ist, mit was auch immer du hierher gekommen bist, welche geheimen Sünden du hast, was auch immer du in deiner Vergangenheit getan hast, ich bin hier, um dir zu sagen, dass Gott dich gebrauchen kann, egal wer du bist oder was deine Vergangenheit ist. Egal, was es ist. Einige denken vielleicht, nein, 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 Gott kann niemals. Ich bin ein Musterbeispiel für jemanden, den Gott nicht gebrauchen kann. Ich komme aus einer ungläubigen Familie. Bei meinem Vater gab es kein Gebet, keine Bibel, keine Kirche. Bis ich 19 war, war ich nie in einer Kirche. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich dachte, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich kann mir denken, wie das läuft. Alle sind 200 Jahre alt, es riecht nach Mottenkugeln, orangene, abgetragene Teppichböden oder so. Und es ist stinklangweilig. Und die erste Gemeinde, die ich dann betrat, war genau so. Aber vorne sang ein hübsches Mädchen und ich dachte, Gott sei gelobt, ich bin in einer Kirche, kriege ich dafür ein Amen von der Jugend. Ich dachte, oh mein Gott, ich liebe diese Kirche, hier gibt es Mädchen. So fing es an. Aber in meiner Kindheit war mein Vater ein überzeugter Atheist. Er hasste das Christentum, war so sehr gegen alles, was mit Gott zu tun hatte, mein Name ist Mark. Und meine Mutter wollte meinen Bruder Matthew nennen. Er ist 4 Jahre älter als ich. Aber mein Vater sagte, auf keinen Fall. Wir können ihn nicht Matthew nennen, weil das ein biblischer Name ist. 4 Jahre später bekam sie mich und nannten mich Mark. Er hatte offensichtlich niemals die Bibel in die Hand genommen. Mein zweiter Vorname ist sogar Andrew und der von meinem Bruder James. Wir haben also 4 Jünger abgehakt. Und er sagt, davon weiß ich nichts.
So bin ich aufgewachsen. Ich hasste das Christentum und ich hasste Gott. Und deshalb musste ich, wie einige von euch, den Weg der Skepsis gehen. Ich musste die Geschichte der Philosophie, der Theologie und der Literatur studieren, um zu verstehen, dass Jesus die großartigste Idee und Person auf dem Markt der Ideen ist und dass das Christentum das Größte ist. Und so musste ich alles erkunden. Und als ich 19 war, wurde ich schließlich Christ. Und Gott begann, zu mir zu sprechen und mich zu gebrauchen und seltsame Dinge zu tun. Und ich fing an, etwas zu erreichen und ich wollte in die Filmindustrie gehen. Ich liebe Filme. Das war es, was ich machen wollte. Und dann hat Gott gesagt, nein. Als ich 19 war, hatte er diese Gruppe von Jungs um mich herum gestellt, die sagten, du wirst Pastor. Und ich sagte, ich will kein Pastor werden. Das ist das Letzte. Um ehrlich zu sein zu können, können wir uns darauf einigen, dass Menschen schrecklich sind? Das ist es, was Gott tut. Er nimmt all unseren Blödsinn und sagt, hey, ich möchte, dass du. Und Paulus schreibt, Paulus, ein Apostel von Jesus Christus. Und dann sagt Gott, hey, ich möchte, dass du nicht nur ein Pastor bist. Ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest. Ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest. Ich hatte also einen guten Job als Pastor. Und Gott sagte, ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest. Ich bin in Toronto aufgewachsen und war nach Vancouver gezogen. Ich wollte dort studieren und Professor werden und zur akademischen Welt gehören, Lehrer sein, weil Menschen, ich dachte, da habe ich nicht wirklich mit Menschen zu tun, nur mit Fußnoten. Darauf freue ich mich. Aber Gott sagte, nein, nein, ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest, um Menschen wie dich zu erreichen, die Skeptiker dieser Welt. Die Menschen, die sich mit Wissenschaft, Philosophie und Psychologie beschäftigen. Die sich fragen, ob Jesus ein geschichtlicher Fakt ist. Die Fragen zum Bösen, dem Leiden, der Hölle und all den Dingen haben, über die man jede Woche predigen muss. Also besuchte ich Seminare. Und zunächst waren wir 16 Leute bei mir zu Hause. Und dann begannen wir zu wachsen. Wir trafen uns in der Turnhalle einer Grundschule und ich predigte. Und ich besuchte weiter Seminare. Dort sagten sie, so musst du predigen, weil wir hier in Vancouver in Kanada sind. Was den postchristlichen Säkularismus angeht, ist Kanada den USA mindestens 2 Generationen voraus. Ihr wisst das. Ihr seht die Nachrichten. Ihr seht, dass Kanada eine eigene Welt ist. Und so war ich in Vancouver und diese Leute denken ähnlich wie hier. Oh, ich bin mit Gott verbunden, weil ich Grünkohl esse und eine Wasserflasche trage und Lululemon-Hosen trage. Na also, ich bin mit dem Universum im Reinen. Also, muss ich mich jede Woche hinstellen und ihnen sagen, nein, nein, nein. Du bist der gemeinsame Nenner all der Katastrophen, aus denen dein Leben besteht. Weil du versuchst, der Held deines eigenen Lebens zu sein. Und du schaust in dich hinein, weil die New Age-Philosophie dir sagt, oh, geh in dich hinein. Du hast einen göttlichen Funken. Hol ihn dir. Du kannst ihre Gunst verdienen. Ich bin hier, um dir zu sagen, hör auf, der Held deines Lebens zu sein, weil Jesus der einzige Held ist, den du haben solltest. Du hast keine Macht. Und sie sagen, du, das kannst du nicht wirklich machen. Das funktioniert nicht, weil wir hier in Kanada sind. Du kannst dich nicht hinstellen und ihnen sagen, dass sie Sünder sind. Du gehst nach vorne und sagst, hallo Leute, ihr habt Ideen und ich habe Ideen. Wir haben alle Ideen, Entschuldigung. Danke, dass ihr heute in der Gemeinde seid. Und ich dachte, wow, das hört sich an wie der langweiligste Gottesdienst meines Lebens. Also tat ich das Gegenteil. Ich stand vorne und sagte, ihr seid sündig. Jesus sagt in Offenbarung 3 zu der Gemeinde, ihr seid elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt. Und so stehe ich einfach da und sage, hey, ihr seid elend, bemitleidenswert, arm und blind. Willkommen in der Village Church. Und die Leute sagten, das ist so beleidigend, ich hole meinen Freund. Dann holten sie ihren Freund und der Freund kam zu Jesus. Und von seiner Sucht wurde er befreit und seine Ehe wurde geheilt. Es war verrückt. Und der Geist Gottes fing einfach an, solche Dinge zu tun und er benutzte keine perfekte Person. Er benutzte ein sehr unvollkommenes Gefäß, denn Gott wird dich benutzen, hör zu. Nicht wegen dir, sondern trotz dir. Du hast die Sünden deines Lebens, die Scham und die Schuld, mit denen einige von euch hierher gekommen sind und denken, Gott könnte mich niemals gebrauchen. Weißt du, von wo aus der Apostel Paulus diesen Brief schreibt? Aus dem Gefängnis. Und du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen? Als ich nach Sacramento zog, hörte ich vom Folsom Prison. Als ich noch in Kanada lebte, hatte ich schon durch Johnny Cash davon gehört. Folsom Prison Blues. Ich kannte das Konzept.
Als ich vor 2 Jahren umzog und bei der Bayside Church als Pastor anfing, war es mir nicht klar. Irgendjemand sagte, Folsom Prison, und ich antwortete, oh ja, ich mag den Song. Da sagte er, nein, nein, das ist hier ganz in der Nähe. Wie bitte? Ich wohne 10 Minuten vom Folsom Prison weg. Das Erstaunliche ist, dass einer unserer Campusse der Folsom Prison Campus ist. Jeden Sonntagmorgen treffen sich 300 Männer und nehmen über den Livestream am Gottesdienst teil. Und sie beten Jesus an, lieben Jesus, lieben die Bibel. Es ist verrückt. Jeden Sonntag, wenn ich sage, hallo Leute im Folsom Prison Campus, bricht die Gemeinde in Jubel aus. Es ist wunderbar. Letztes Jahr haben die Mitarbeiter und ich beschlossen, in das Folsom Prison Gefängnis zu gehen und dort eine Konferenz abzuhalten. Ich dachte, wir machen das per Video. Eine großartige Idee. Aber sie sagten, nein, nein, wir gehen hin. Ich fragte, persönlich? In echt? Ja, okay. Ich war irgendwie nervös. Ich wusste nicht, ob ich würde es nicht lange in einem Gefängnis aushalten. Ich sagte, na gut, wir stehen davor. Da sind diese Gefängnismauern, die Tore und alles andere. Und als wir da so stehen, geht der Alarm los. Ich frage, was ist los? Sie sagen, oh, ein Typ wurde gerade abgestochen. Ein Typ wurde im Gefängnis niedergestochen. Ich sage, alles klar, wir haben es versucht, gehen wir. Und sie sagten, nein, nein, nur 10 Minuten Aufschub. Und ich sagte, 10 Minuten Aufschub? Wovon reden wir hier eigentlich? Wir gehen also wirklich ins Folsom Gefängnis und halten diesen Gottesdienst. Ich hatte gedacht, es gäbe eine Art Trennung, eine Plexiglasscheibe oder so, einen Tunnel, durch den wir müssten. Aber nein, die Tore gingen einfach auf, wie in die Verurteilten. Sie spielten nicht diese Musik, aber daran musste ich denken, als ich da durchging. Und dann standen wir buchstäblich auf dem Gefängnishof, zusammen mit den Gefangenen, und sie waren, wie im Film, und ganz aufgetakelt. Ein Typ fragte, was geht ab? Ich antwortete, was geht? Komm zum Gottesdienst. Wir kommen in die Greystone-Kapelle, und dieser Typ stürzt sich auf mich. Und ich denke, oh Mann. Und er ist total aufgedonnert. Er kommt direkt auf mich zu. Und ich denke mir, oh. Und er bleibt einfach vor mir stehen und umarmt mich. Und er sieht mich an und fragt, wie geht es Aaron und den Kindern? Und ich sage, du kennst meine Familie? Wie lange musst du hier bleiben? Ich hatte vergessen, dass diese Männer jeden Sonntag zusehen, wenn wir predigen. Sie wissen alles über uns. Wir sind ihre Pastoren. Da kommt schon der Nächste. Und mit ihm 4, 5 andere. Und er sagt, in echt bist du viel kleiner. Und sie fangen an zu lachen. Ich weiß noch, wie ich dachte, Gott, was soll ich denen predigen? Was soll ich nur sagen? Und Gott sagte, predige über den verlorenen Sohn. In Lukas 15 geht es um diesen eigensinnigen Sohn, diesen ungläubigen Jungen, der das Geld seines Vaters nimmt und mit Prostituierten und Verschwendern schläft. Er ist die Schande der Familie. Und die Ehre der Familie ist dahin. Und als er beschließt, umzukehren, rennt sein Vater auf ihn zu, umarmt ihn und schmeißt für ihn eine Party. Ich sah mir all diese Männer im Folsom-Gefängnis an und sagte, ich möchte euch eine Frage stellen. Wie viele von euch in diesem Raum hatten einen Vater, der sie verlassen hat und sie im Stich gelassen hat? Wie viele von euch hatten einen Vater, der zu viel getrunken oder seine Mutter oder seine Schwester oder euch geschlagen hat und dann gegangen ist? Wie viele? Und jede einzelne Hand ging hoch. Ich sah sie an und sagte, in Jesus Christus habt ihr einen Vater, der euch nie verlassen wird. Er wird nie zu viel trinken. Wenn wir unsere Lebensumstände sehen, versuchen wir, in uns zu gehen und erkennen, dass wir unsere Umstände ändern müssen. Wenn ich nur das mache, wenn ich 5 Schritte zu einem besseren Leben mache, wenn ich 6 Dinge tue und dann in diesen Knöpfen drehe, dann ist das eine Verhaltensänderung. Das nennt man Religion. Das heißt, hey, vielleicht kannst du dir den Weg in den Himmel verdienen, indem du eines Tages ein guter Mensch bist. Nicht diese schlechten Dinge tust, sondern diese guten Dinge tust. Dann wird Gott sagen, oh, jetzt liebe ich dich. Das ist der Grund, warum Paulus das sagt. Nein, nein, nein. Paulus ist ein Apostel von wem? Jesus. Jesus Christus. Wisst ihr, was Paulus hier versucht? Er versucht, dich dazu zu bringen, nicht mehr auf dich selbst, sondern auf Jesus zu sehen. Jesus ist der einzige Held, den du haben solltest. Denn die Sache ist die, viele von uns, selbst wenn sie in der Kirche aufgewachsen sind, fangen an zu denken, dass wir die Hauptpersonen der Geschichte sind. Du wachst morgens auf
Es ist deine Geschichte, es ist dein Leben, es sind deine Entscheidungen. Das ganze Universum dreht sich um dich und das, was du tust. Paulus versucht zu sagen, nein, 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 Jesus. Ihr müsst eure Augen auf Jesus richten, denn Jesus ist der Einzige, der die Macht hat, euer Leben zu verändern. Er kommt hinein und verändert dich. Hört zu, nicht was ihr tut, sondern was ihr tun wollt. Als ich 17, 18 war, habe ich all das normale Zeug gemacht. Das habe ich alles gemacht, rauchen und so weiter. So war ich eben. Als ich in die Gemeinde kam, war ich Kettenraucher. An meinem Geldbeutel hatte ich eine dicke Kette, weil ich nicht wollte, dass jemand meine 5 Piepen klaut. Und ich rauchte Kette. Vor dem Gottesdienst ging ich vor dem Gebäude noch eine rauchen und versteckte mich dabei vor den anderen, damit sie es nicht sehen. Mir war nicht klar, dass das Fenster, vor dem ich stand, das Fenster des Hauptpastors war. Das ganze Lobpreisteam war dort vor dem Gottesdienst versammelt. Okay, sie starrten zu mir heraus. Ich konnte sie nicht sehen. Ich dachte, was ist da drin los? Und sie dachten, seht euch dieses Kind an, er ist eine Katastrophe. Ich erinnere mich, dass einer von ihnen auf meine damalige Freundin zuging und sagte, du weißt, dass man nicht ungleich gesinnt sein darf. Und sie fragte, was meint ihr? Und sie sagten, wir haben Mark vor der Kirche rauchen sehen. Und sie sagte, was hat er geraucht? Und sie sagten, naja, Zigaretten. Und sie antwortete, oh, das ist besser als das, was er früher geraucht hat. Und es ist einfach so. Denn in der Kirche sollte man die Leute nie danach beurteilen, wo sie stehen, sondern danach, woher sie kommen. Was Paulus versucht zu sagen, ist also Folgendes. Ihr müsst an Jesus glauben, weil Jesus derjenige ist, der euer Leben verändern wird. Jesus, der einzige Weg. Ihr wisst, dass ihr nicht einfach aufhören könnt, eine Sünde zu begehen. Einige von euch versuchen nur, ihr Leben zu verändern. Nein, ihr müsst etwas lieben, das die Sünde übertrumpft. Okay, Leute, rauchen ist so gut. Wenn ihr es noch nie probiert habt, dann solltet ihr das tun. Ich mache Witze. Tut's nicht. Ich mache nur Witze. Kinder, kommt schon, Kinder. Das war ein Witz. Es ist schrecklich. Es tötet dich. Aber ich habe es geliebt. Ich war begeistert davon. Und dann, der einzige Weg, wie ich aufhören konnte, ich habe alles versucht, um aufzuhören. Ich habe alles versucht. Die Leute haben gesagt, du wirst sterben. Nichts funktionierte. Bis ich meine Frau Erin kennenlernte. Und sie sagte, hör auf zu rauchen, du stinkst. Plötzlich wurde meine Liebe dazu zum Rauchen von meiner Liebe zu Erin übertrumpft. Und das wirkte und half mir dabei, aufzuhören. Manche von euch begreifen nicht, dass ihr nur dann mit der Sünde aufhören könnt, wenn ihr Jesus mehr liebt als die Sünde. Das ist der einzige Weg, sie zu besiegen. Das ist der einzige Weg. Du versuchst zu sehr, dich auf diese Sache zu konzentrieren. Und zum Teil liegt es daran, dass du geboren wurdest, um zu denken, dass das Leben... Wenn Paulus gleich zu Beginn über Leben spricht, will er damit sagen, Leute, die ganze Geschichte deutet auf Jesus hin. Deshalb liebe ich die Lieder, die wir singen. Denn wisst ihr, was diese Lieder aussagen? Wisst ihr, dass sie besagen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der Herrscher ist, er regiert, er lebt ein perfektes Leben an deiner Stelle, er starb am Kreuz für deine Sünden, er ist vom Tod auferstanden, er ist übrigens nicht tot. Wir neigen dazu, uns Jesus als Opfer vorzustellen, wie ein armes Bauernopfer. Er läuft herum und sagt, hey, folge mir. Wir sagen alle, oh, wir schenken dir ein bisschen Aufmerksamkeit. Jesus, du bist so süß. Weiter so, Bruder. Nein. So war Jesus 33 Jahre lang vor 2000 Jahren. Das ist nicht der, der er jetzt ist. Jetzt ist er der regierende, herrschende König des Universums, der Satan, Sünde und Tod besiegt hat und für seine Kirche zurückkommt. Das ist Jesus. Und einige von euch haben das nicht begriffen. Es hat sich nicht verändert. Oder ihr fangt an zu denken, seht ihr, das ist so eine Sache. Selbst wenn es um die Bibel geht, gibt es nur 2 Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Entweder geht es um dich oder um ihn. Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten. Und wenn du die Bibel liest und es um dich geht, dann ist es ein moralisches Buch. Man geht in die Sonntagsschule und lernt, hey, sei wie Abraham. Abraham war gut. Und wir sagen, ich versuche wie Abraham zu sein. Und wenn man das oft genug lernt, fängt man an zu glauben, dass es in der Bibel um einen selbst geht. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Wenn du morgens deine Andacht hältst, wenn du deine Bibel und die Evangelien liest und Jesus darin vorkommt, hast du dich mit deinem Kaffee hingesetzt. Du hast dein Instagram-Foto gemacht,
Du hast es schon gepostet, Hashtag Devo, Hashtag Jesus. Und dann liest du die Evangelien und Jesus hängt mit dieser Prostituierten ab und er plaudert mit den Lohnempfängern und er hängt mit den Steuereintreibern ab und er hängt mit den Traurigen ab. Er tut all das. Wer bist du, wenn du diese Geschichte um 8 Uhr morgens liest? Du bist immer Jesus. Du denkst immer, oh, ich werde mit diesen Prostituierten bei der Arbeit abhängen. Ich meine emotional. Sie sind verloren, sie kennen Gott nicht und ich werde sie erreichen, weil ich Jesus bin. Ich werde mit all diesen Steuereintreibern herumhängen, diese geizigen Leute, die ihr ganzes Geld horten. Aber ich kann, Leute, so soll man die Bibel nicht lesen. Du bist die Prostituierte. Hör zu, du betrügst Jesus jeden Tag und trotzdem liebt er dich und kommt dir in Gnade entgegen. Ihr tut das. Ihr seid die Steuereintreiber. Ihr habt all euer Geld in euren Taschen gehortet und du sagst, ich bin nicht bereit, das zu geben. Ich werde nicht. Ich brauche vielleicht eine zweite Yacht. Als ich heute mit meiner Frau am Strand zu Mittag aß und all diese Yachten sah, dachte ich an meinen Freund, der hier in Orange County eine Gemeinde leitet. Und er sagte einmal zu mir, ich werde es nie vergessen, er sagte, weißt du, diese Leute sind so arm, alles, was sie haben, ist Geld. Stimmt's? Und es ist einfach wahr. Ich saß da unten und ich weiß nicht was. Da war ein Haufen Hunde. Warum habt ihr so viele Hunde? Pro Kopf die Hunde in jedem Restaurant. Ich versuche zu essen und da ist ein Hund, der an meinem Essen schnüffelt und der Kerl steht einfach daneben. Ich sagte, Bruder, ich will nicht mal meinen eigenen Hund, geschweige denn deinen Hund. Leute, ihr müsst herausfinden, woran das liegt. Nun, wenn wir nicht verstehen, um wen es in der Bibel geht, fangen wir an, sie moralisch zu interpretieren. Wenn ich nur gut genug sein könnte, wenn ich nur ein guter moralischer Mensch sein könnte, dann wird Gott mich vielleicht eines Tages lieben. Und er sagt, nein, 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 verstehst du nicht. In der ganzen Geschichte geht es um Jesus. Denn in ihm liegt die Kraft. Als ich anfing, mit Leuten darüber zu reden, fragten sie, hey, wie planst du deine Gemeinde? Was wirst du tun? Und sie sagten, nun sagt niemand, dass er ein Sünder ist. Sonst wird das nichts mit deiner Gemeinde. Wir sind hier in Kanada. Du musst nett sein. Und ich dachte nur, Und dann war ich nicht kreativ. Ich konnte mir nicht alle 5-6 Wochen eine Predigtserie einfallen lassen. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe einfach die Bücher der Bibel durchgepredigt. Das war's. Denn ich wusste es nicht besser. Ich habe einfach buchstäblich, wisst ihr, wie ich in unsere Gemeinde gegründet habe, 2010 in der Turnhalle der Grundschule. Ich predigte 3,5 Jahre lang über das Matthäusevangelium. Seht ihr, in welchem Tempo wir uns gerade durch diesen Abschnitt begehen? Wir sind bei Paulus und dem Apostel Jesu Christi. Das ist der Punkt, an dem wir sind. Ich predigte das Wort und erzählte es einfach. Ich saß da in meinen Laufschuhen und einem Kapuzenpulli. Ich war 29 Jahre alt und sagte, übergebt euer Leben Jesus. Und die Leute kamen zu Christus. Und die Gemeinde begann zu wachsen. Aus 16 wurde 50 und dann 400. Und dann mussten wir 2 Gottesdienste halten. Und alle sagten, wir können doch nicht 2 Gottesdienste machen. Und ich sagte, warum nicht? Menschen begegnen Jesus. Nein, nein, ich erinnere mich an diese eine Frau, die zu mir kam und sagte, wir können nicht zu 2 Gottesdiensten gehen. Ich fragte, warum? Sie sagte, nun, hier geht es um Gemeinschaft. Und wenn ich mit Joanne zum Mittagessen gehe und Sarah treffen muss und wir müssen wissen, wo wir uns treffen und jetzt fragen wir, zu welchem Gottesdienst bist du gegangen? Ich weiß es nicht. Sie sagte, das wird der Nagel zu unserem Sarg als Gemeinde sein. Ich sagte, was? Also stand ich in der nächsten Woche auf und sagte, Leute, ich habe die Gemeinde nicht gegründet, damit ihr mehr Freunde findet. Ich habe eine Gemeinde gegründet, weil jeden Tag Menschen wie mein Vater, der gestorben ist, als ich 15 Jahre alt war und der Jesus nicht kannte, jeden Tag sterben Menschen, die ohne Christus in die Hölle kommen. Deshalb habe ich die Gemeinde gegründet. Ob ihr eure Freunde treffen könnt, ist mir egal. Also hielten wir 2 Gottesdienste und schon eine Woche später wuchsen wir um 50 Personen. Naja, sie ging weg, also 49 Personen in einer Woche, nur durch 2 Gottesdienste. Und dann geschah Folgendes. Gott fing an, mit seiner Dynamik zu wirken und man konnte nicht. Der Grund, warum Paulus versucht, eure Augen auf Jesus Christus zu richten, ist, dass er der Einzige ist, der die Macht hat. Wir taten Dinge, die keinen Sinn machten und Gott zeigte sich und rettete Menschen. Ich erinnere mich an eine Predigt, die ich an einem Wochenende gehalten habe und ich war nicht in der Stimmung dazu. Das passiert euren Pastoren nicht. Keine Sorge, eure Pastoren sind großartig.
Andy würde ich nie so, würde sich nie so fühlen. Aber ich war an diesem Tag nicht in der Stimmung für die Leute. Und ich war hinter der Bühne. Und sie sagten, du musst rausgehen und predigen. Ich sagte, ich gehe raus und sehe Buddy dort sitzen, der seit 5 Jahren auf demselben Platz sitzt. Er hat noch nie einen Freund eingeladen, Versager. Also gut, ich schaue hier rüber. Und dieser Typ schreibt E-Mails über die Gemeinde, an die Gemeinde. Er hat seit 10 Jahren keinen Cent gespendet. Und das will ich heute nicht. Und sie sagt, nun, du musst. Und ich sagte, na gut, also bin ich los. Ich habe die schlimmste Predigt gehalten. Wie ein Jona. Sie wussten schon, Jona und der Wal. Er ging zu den Nineviten, aber er mochte die Nineviten nicht. Also hielt er eine schreckliche Predigt und hoffte, dass keiner von ihnen... Das war der Moment, an dem ich einfach gegangen bin. Ich sagte, Gott hasst dich, finde es heraus. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin gegangen. Ich verließ einfach den Campus. Und am Montag kommt unsere Büroleiterin rein und sagt, hört zu, Leute, es gibt jede Menge zu tun. Wir müssen Leute ausbilden, um Jesus zu Christus zu führen. Und wir fragen, warum? Und sie sagte, Mark, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was am Sonntag passiert ist, aber die Leute kamen am Ende des Gottesdienstes zu Jesus, wie wir es noch nie erlebt hatten. Die Leute kamen zu den Saaldienern und fragten, hey, kannst du mir helfen, kannst du mich zum Herrn führen? Und so mussten wir anfangen, unsere Platzanweiser zu schulen. Denn die einzige Ausbildung, die sie hatten, war die Kollekte. Das war ihre Aufgabe. Die Leute kamen also zu uns und fragten, kann ich bitte zum Herrn Jesus kommen? Und sie sagten, Kollekte? Wie sollte das? Menschen ließen sich taufen. 2000 Menschen in einem Jahrzehnt im postchristlichen Kanada, in Vancouver, wo so ein Unsinn nicht passieren sollte. Wenn ein Kind mit Tourette über das ganze Gesicht auf einer Videoleinwand austickt. Und warum? Weil Jesus Christus beschlossen hat, sich zu zeigen. Und wenn er auftaucht und beschließt, loszulegen und das Leben der Menschen zu verändern, kann man nichts tun, um damit Schritt zu halten. Nichts. Und das ist es, was er in diesem speziellen Moment beschloss. Und dann schauen wir auf uns, um Kraft zu bekommen. Wir versuchen herauszufinden, wie ich mein Leben ändern kann. Und Paulus sagt, nein, 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 schaut auf Jesus, denn er ist derjenige mit der Kraft. Einer meiner alten Professoren vom Wheaton College, wo ich studiert habe, er ist jetzt Mitte 70, pflegte zu uns zu sagen, er hatte diese Gruppe von Predigern vor sich und ich erinnere mich immer daran. Er sagte, wenn sie jemals in eine Kirche kämen und sie hätten eine Predigt vorbereitet und die Leute kämen nicht, was würden sie tun? Niemand. Wenn du heute bei Saddleback auftauchst und niemand ist da, was würdest du tun? Dann sagte er, ich würde immer noch meine Predigt halten. Es gibt jetzt im Raum, denn es gibt Fürstentümer und Mächte, die gerade jetzt im Raum zuhören und daran erinnert werden müssen, dass Jesus Christus sie besiegt hat und regiert und wiederkommt. Hier geht es nicht nur um dich und deine Geschichte und dein Leben. Es geht um viel größere Dinge, die im Universum vor sich gehen. Und so fängt Paulus an. Okay, ich fange diesen Brief an. Paulus, das bin ich, hat einen Mann getötet. Sorry. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Und dann sagt er Gnade und Friede. Gnade, das ist das Wort Charis. Das bedeutet unverdiente Gunst. Die Religion sagt dir, dass Gott dich begünstigen wird, wenn du es dir verdienst. Die Gnade sagt dir, dass man es sich nicht verdient, dass man es sich nicht verdienen kann. Du kannst nicht gut genug sein. Dein ganzes Leben ist ein einzig großes Ergebnis dieses Wortes der Gnade. Sie ist unverdient. Dein Leben ist so gut, wie es ist, weil Gott es will. Nicht wegen dir. Weißt du, warum du gerade jetzt am Leben bist? Warum du atmest? Weil Gott letzte Nacht beschlossen hat, dich nicht zu töten. Das ist der Grund. Eigentlich solltest du alle rufen, ah, das ist unglaublich, ich bin am Leben, das ist unglaublich. Es ist nicht wegen dir. Es liegt nicht daran, dass du toll bist. Mann, hör zu, vor ein paar Jahren bekam ich von einer Gruppe einen Evangelisationspreis. Sie sagten, hier, Mark, du bist so gut in der Evangelisation. Wir geben dir eine Auszeichnung. Da steht mein Name drauf. Ich hoffe, ihr seid beeindruckt. Es ist faszinierend. Vor ein paar Monaten wurde ich daran erinnert. Ich saß in einem Flugzeug von hier zurück nach Sacramento. Und wir hatten unseren Vorstand dabei. Und die Ehefrau eines Vorstandsmitglieds saß direkt vor mir. Sie fing an mit
einem 20-jährigen Mädchen im Flugzeug zu reden. Sie unterhielten sich und innerhalb von 40 Minuten waren wir kurz vor der Landung. Sie setzten sich beide auf und drehten sich zu mir. Sie schaut mich an und sagt, ich möchte dich ihr vorstellen. Sie hat gerade im Flugzeug Christus angenommen. Ich habe ihr von Jesus und diesem Mädchen erzählt und ich wollte, dass sie ihren ersten Pastor kennenlernt. Diese Frau führte das Mädchen zu Jesus. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir She-Hulk angesehen. So gut bin ich in der Evangelisation. Und ich habe dafür einen Preis bekommen. Du denkst, Gott könnte dich nicht gebrauchen? Du bist eine Katastrophe, aber das ist okay, denn er ist es nicht. Hör mal, 6 Monate bevor wir unsere Gemeinde gegründet hatten, sagte ich einer Frau, dass ihr Mann tot sei. Und ich hatte ihn verwechselt. Ich war an einem Freitag in ein Krankenhaus gefahren, um meinen Mann zu besuchen. Kam an einem Sonntag zurück, ging in sein Zimmer. Und als ich in sein Zimmer ging, packte mich die Krankenschwester, drehte mich um und sagte, hey, wo wollen wir hin? Ich sagte, oh, ich bin nur für einen seelsorgerischen Besuch hier. Und die Schwester sagte, oh, er ist heute Morgen verstorben. Falls ihr euch Notizen macht, wenn jemand sagt, dass jemand gestorben ist, dann fragt, wer? Denn das habe ich nicht getan. Also gut, er sah aus wie er und er war im selben Zimmer und ich ging. Ich fuhr zurück zur Gemeinde und gehe zur Sekretärin. Es ist eine absolut wahre Geschichte. Ich war 29 Jahre alt. Ich sagte, hey, hör mal, David ist tot. Und sie sagte, okay. Ich ging einfach zurück in mein Büro und fing an zu arbeiten. 1,5 Stunden später tauchte seine Frau auf. Und sie war auf dem Weg, David im Krankenhaus zu besuchen. Und sie hatte ein Subway-Sandwich dabei. Und sie tauchte also in der Gemeinde auf und die Sekretärin kommt zu mir und sagt, ich glaube, sie weiß nicht, dass er tot ist. Und ich sage, wie kann sie das nicht wissen? Wovon redest du? Und sie sagt, ich weiß nicht. Sie sagt, sie sei gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, um David zu besuchen. Er will sein Mittagessen. Also sagte ich, okay, dann schick sie zu mir. Ich werde es ihr sagen. Sie kommt also in mein Büro. Wie geht es dir, Mark? Gut, wie geht es dir? Also, wo gehst du hin? Und sie sagt, oh, ich habe das Subway-Sandwich für David. Ich gehe hin, ihn besuchen. Und ich sagte, oh, er ist tot. Daraufhin fiel sie in meinen Arm in Ohnmacht. Ich setzte sie auf die Couch und wir begannen über den Tod ihres Mannes, mit dem sie 40 Jahre verheiratet war, zu verarbeiten. Und sie sagte, ich verstehe das nicht. Ich war heute Morgen sehr früh da. Wir haben geplaudert. Sie sagte, er wolle ein Subway-Sandwich. Er hatte Lust darauf. Also ging ich und holte ihm eins. Ich sagte, also etwas passiert, schnell. Du wirst darüber hinwegkommen. Sie sagte, oh Mann, wir trauerten 1 Stunde lang um diesen Mann, bevor ich wieder rausging und etwas zu der Sekretärin sagte. Und ich sagte, hey, David ist also im Krankenhaus. Und sie sagte, hey, David ist also im Krankenhaus. Sie antwortete, nein, nein, sie haben ihn an diesen anderen Ort verlegt. Ich fragte, wann? Sie antwortete, gestern. Und dann wird sie bleich wie ein Geist. Und ich sage, was? Also sagte ich, ich brauche David sofort am Telefon. Also ruft sie die Schwester an. Hey, ist David da? Ja. Und er lebt wirklich? Ja, er ist wach. Er wartet auf sein Essen. Und ich sage, okay, dann muss ich wieder ins Büro gehen. Hey, weißt du noch, worüber wir gerade gesprochen haben? Und ich werde es nie vergessen. Satan benutzte das, um mich zu zerstören. Denn er flüsterte mir ins Ohr, du glaubst, du kannst eine Gemeinde gründen? Du bist ein 29-jähriger Junge, du hast keine Ahnung von Pastorenarbeit. Alles, was du tun wirst, ist Menschen zu verletzen. Du spielst verkleiden, Mann. Du wirst nicht. Du weißt nicht, wie man das macht. Sieh dir diese Frau an. Du hast gerade ihr Leben zerstört, Mann. Du bist 29 Jahre alt, du glaubst, du weißt, was du tust. Du sollst aufhören, die Sache zu beenden. Und fast hätte ich es getan. Als ich ein paar Leute zu mir kamen, lass dir etwas sagen, bei der Taufe Jesu, als Jesu getauft wurde und die Taube im 1. Kapitel von Markus herabkommt und der Vater über ihm verkündet, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hat er noch gar nichts getan. Er hat niemanden geheilt, er hat noch nicht einmal eine Predigt gehalten. Einige von euch denken, dass eure Güte das Maß dafür ist, wie sehr Gott euch liebt. Sie sagten mir, warte mal, du dachtest, du würdest eine Gemeinde gründen, weil du perfekt bist? Du dachtest, du würdest eine Gemeinde gründen, um mir Jesus zu überreichen?
weil du nie wieder einen Fehler machen würdest? Nein, nein, nein. Der einzige Grund, warum es funktionieren wird, ist, weil du sein geliebter Sohn bist, an dem er wohlgefallen hat. Du wirst noch eine Menge Fehler machen. Das ist der einzige Weg, um die Stimme Satans in unserem Leben zu besiegen. Das ist es, was Gott tut. Er benutzt unvollkommene Menschen wie dich. Du bist eine Katastrophe und ich kenne dich nicht einmal. Und das bist du. Einige von euch denken, ja, aber sieh dir mal die großartigen Menschen in der Bibel an. Das sind großartige Menschen. All diese rechtschaffenden Menschen hat Gott benutzt. Neulich habe ich diese Liste im Internet gesehen. Versuch mal, ob du dich in einem dieser biblischen Menschen wiederfinden kannst. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer. Jakob hat gelogen. Lea war hässlich. So steht es in der Bibel. In Hebräer heißt es, sie hatte glanzlose Augen. Josef wurde missbraucht. Mose war ein Mörder. Er konnte nicht sprechen. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David war ein Ehebrecher. Elia war selbstmordgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona floh zu Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob war bankrott. Johannes der Täufer aß Käfer. Petrus verleugnete Christus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha sorgte sich um alles. Die samaritanische Frau war geschieden. Zacchaeus war zu klein, Paulus war ein Mörder, Timotheus hatte ein Geschwür und Lazarus war tot. Du hast also einen Vorsprung und denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen? Geh die ganze Bibel durch. Diese Leute sind Wracks. In der Bibel geht es um die Tatsache, dass sie Versager sind. Aber keine Sorge, eines Tages wird einer kommen, der dich niemals im Stich lässt. Und sein Name ist Jesus. So funktioniert das. Und so sagt Paulus, ich möchte, dass ihr euch auf Jesus konzentriert. Also sagt er, Gnade und Frieden. Und dann, wenn du deine Bibel hast, unterstreiche diese Worte. Er sagt, für euch von Gott. Für dich. Unterstreiche das Wort euch. Denn das Schöne daran ist, dass es in dieser Geschichte des Evangeliums nicht um deine Freunde geht. Es geht um deinen Ehepartner. Es geht nicht um deinen Ehepartner. Es geht nicht um deine Großmutter, die früher einmal gläubig war. Es geht nicht um irgendetwas. Es geht nicht um... Oh, ich weiß es nicht. Es geht um dich. Am Ende des Tages wirst du vor Gott stehen. Und er wird dich fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Du, nicht dein Nachbar, nicht dein Freund, der es total verbockt hat und deshalb nicht mehr in die Kirche geht. Weil die Kirche und dieser Typ und er ist ein Heuchler und er hat gelogen, darum geht es nicht. Es geht um dich und Gott und darum, dass er für dich gegangen ist. All das bist du. Wirst du es annehmen oder nicht? Und manchmal passiert es in unserem Leben, dass wir das Du vergessen und anfangen an sie zu denken, an sie. Und wenn du anfängst, an die anderen zu denken, passiert Folgendes. All deine Zufriedenheit und dein Glück verschwindet, weil du nur noch vergleichst. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen, ist der schnellste Weg, um sich selbst und seine Lebenssituation sehr deprimiert zu sehen. Denke darüber nach, was wir ständig tun. Was wir machen, wir 6 Stunden am Tag. Wir scrollen durch Instagram und was weißt du? Was wir da tun, wir vergleichen unser Leben mit dem aller anderen Menschen auf der Welt und das macht uns fertig. Ich wünsche, meine Frau sähe aus wie sie. Ich wünschte, mein Mann würde mehr Geld verdienen, so wie er. Komm schon, was machst du denn da? Lass uns gehen. Es scheint, als ob diese Familie immer auf Hawaii ist. Alle 4 Wochen sind sie auf Hawaii. Ich war seit 7 Jahren nicht mehr auf Hawaii. Dave, komm schon. Ich weiß nicht, warum alle Dave heißen. Aber Dave, was machst du denn, Dave? Komm schon, Dave. Lass uns mehr Geld verdienen. So sahst du aber nicht aus, als wir geheiratet haben. Ja, aber wenn du mehr Geld verdienen würdest als ich, dann vielleicht... Genau das passiert. Das ist der Grund, warum ich so viel Eheberatung mache. Das steckt in den Gehirn der Menschen. Du fängst an, deine Kinder mit den Kindern anderer Leute zu vergleichen. Du bist auf Instagram und sagst, meine Güte, sie gehen nach Harvard oder Yale. Du siehst deine Kinder an, wie sie Buntstifte essen. Was zum... Dieser Idiot wird nichts aus seinem Leben machen. Der Typ hat 3 Baseballstipendien. Was machst du in diesem Moment? Du vergleichst dich mit allen anderen auf der Welt. Das hat nichts mit dir zu tun, Mann. Gott will dich mit all deinen Verrücktheiten, deiner Vergangenheit und all den Dingen, die passiert sind, benutzen, so wie er dich
mit dieser Haarfarbe und diesen Augen und dieser Geschichte und dieser seltsamen Sache an dir und dieser Eigenart und diesem Gefühl und dieser Persönlichkeit ausgestattet hat, das bist du, nicht die anderen. Aber wenn man anfängt, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, erinnere ich mich an, an einen meiner ersten Predigtjobs überhaupt. Ich arbeitete in dieser Gemeinde und sie sagten, okay, wir lassen dich am Sonntag predigen. Und ich dachte, oh gut, ich bin aufgeregt. Es ist wie ein Jugendtag. Und sie sagten, okay, du wirst also predigen, aber wir machen Folgendes. Am Anfang des Gottesdienstes erzählen wir immer einen Witz, weil das alle auflockert. Und ich so, was meinen Sie mit einem Witz? Und sie sagen, ein Witz eben. Du stehst da oben und sagst, hey, und die Leute lachen, ha, ha, ha. Ich muss mir einen Witz ausdenken und ihnen dann erzählen? Ja, denn das verringert die Aufmerksamkeit. Jeder ist bereit, dann hast du einen Witz für sie. Und ich sagte, ja, ich glaube nicht, dass das mein Ding ist. Und sie sagten, mach es. Also habe ich gesagt, na gut. Also Anbetung und was auch immer. Und ich dann also da vorne und sagte, okay, zwei Juden und eine Nutte gehen in eine Bar. Danach haben wir den Gottesdienst rekapituliert. Weißt du was? Mach dir keine Sorgen mehr wegen des Witzes. Also okay. Und das ist wahr. Warum sollte ich versuchen, jemand anders zu sein? Ich kann nicht versuchen, Andy zu sein, Mann. Andy? Einige von euch sagen, ich weiß. Und sie fragen, wo ist er denn eigentlich? Manche fragen sich, was ist denn los? Ich kann nicht er sein. Er kann nicht der andere Pastor sein. Gott hat dich für diesen bestimmten Moment in der Geschichte und der Realität geschaffen und du lebst dort, wo du lebst, weil du Menschen erreichen sollst. Und du hast die Vergangenheit, die du hast, weil Menschen durch all das erreicht werden sollen. Das ist der Punkt. Das ist es, was er zu sagen versucht. Und dann, ganz am Ende, sagt er dies. Und dann werde ich für euch beten. Er sagt, von Gott, unserem Vater. Und das ist es, was ich daran liebe. Es ist sehr wichtig. Als jemand, der seinen Vater verloren hat, als er 15 Jahre alt war, starb er an Lungenkrebs. Er hat uns nie gesagt, dass er krank war. Er ist uns einfach weggestorben. Ich habe ihm das jahrelang übergenommen. Ich hatte dieses Vaterproblem in meinem Leben. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass auch er eine Geschichte hatte. Er hatte eine Vergangenheit, eine wirklich harte Erziehung. Und er hatte seine eigene Scham und Schuld. Also habe ich ihm verziehen. Und ich glaube, einige von uns, wir alle, haben etwas in uns, das sagt, Mann, wenn ich den himmlischen Vater erreiche, bin ich in Sicherheit. Das ist wie ein Ja. Und das Schöne daran ist, wenn man einen Vater hat, wenn Paulus von Gott als Vater spricht, dann will er damit sagen, dass man sich den Weg zu Gott nicht verdienen kann. Gott kommt herunter und sucht dich. Gerade jetzt, sogar in diesem Raum, haben einige von euch das Gefühl, dass sich etwas in ihnen regt. Und wenn du dich erinnerst, wie du zum ersten Mal hergekommen bist, wie du vielleicht zu Jesus gekommen bist oder wie du, was auch immer, es wird eine Geschichte sein, in der du siehst, wie es passiert und du jemanden getroffen hast. Diese Person war ein Elternteil und dann, weil es jemand inszeniert hat. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Du hast einen Vater, der dir nachgeht, um dich hierher zu bringen, weil er gut ist. Er bewegt sich zuerst. Ich erinnere mich, wie meine Frau und ich vor ein paar Jahren gebetet haben, gebeten wurden, auf einer Ehekonferenz zu sprechen. Jeder von euch, der schon einmal auf einer Ehekonferenz teilgenommen hat oder als Redner oder Eheberater tätig war, weiß, was passiert, wenn man eigentlich ein Profi auf diesem Gebiet ist. Aber dann geht die eigene Ehe in die Brüche. Das ist einfach so. Wir fahren also zu dieser dreitägigen Ehekonferenz, um allen zu erzählen, wie man verheiratet ist. Und meine Frau sagt, hey, was werden wir denen denn lehren? Und ich sagte, warum lässt du mich nicht lehren und du kannst dich dann ab und zu einmischen? Was sich in meinem Kopf wirklich gut anhörte, aber als es dann rauskam, war ich wie, aber bei ihr ist es ganz anders gelandet. Und sie meinte, sorry, was? Ich soll dir ins Wort fallen? Und dann war es wie, bumm. Sie hat sich abgeschaltet. Ich bin mir sicher, dass das noch nie jemand in diesem Raum passiert ist. Aber sie starrte einfach aus dem Fenster. Und ich sagte, wir haben eine zweistündige Fahrt vor uns, um Leute über die Ehe zu unterrichten. Und wir haben gerade ein paar Eheprobleme. Ich fahre also und denke mir, okay, ich muss sie wieder zum Reden bringen. Ich habe also versucht, sie zu fragen, hey, wie war das Mittagessen neulich mit Susanne? Und was oder was auch immer. Aber sie ist nicht darauf eingegangen.
Also tat ich, was ich seit einem Jahrzehnt nicht mehr getan hatte. Ich schaltete das Radio an. Das altmodische Radio. Denn im Gegensatz zu Spotify, wo du auswählst, tut es hier das Radio. Für die Jüngeren, das ist also so, als ob es Strahlen gibt, die aus dem Himmel kommen und dieses Ding in deinem Auto treffen. Was auch immer diese Leute beschlossen haben, es läuft. Wir fahren also. Und ich denke, okay, ich schalte das Radio ein. Die Stille hier ist ohrenbetäubend. Also mache ich das Radio an. Kein Scherz. Und wenn du nicht an Gott glaubst, Mann, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, kein Witz. Das Lied, das im Radio läuft, ist das Lied, zu dem wir auf unserer Hochzeit getanzt haben. Das eine Lied, das wir gewählt haben, um unsere Liebe zu zeigen. Und mein Herz sagt, oh mein Gott, Herr, ich danke dir, Herr. Und ich sagte nur, Schatz, es tut mir wirklich leid. Und ich sehe, wie sie den Arm hebt und das Radio ausschaltet. Kein Scherz. Kein Scherz. Denn die Sache ist die, ehrlich gesagt, es traf mich wie ein Blitz. Während wir fuhren. Mann, im Leben versucht Gott ständig, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Er spricht ständig und bringt jemanden in unser Leben oder wirft ein Lied in den Ring. Er steckt in den Details. Er ist nicht irgendwo da oben in der Ferne. Vielleicht kannst du mich eines Tages finden. Er ist ein Vater, der auf die Jagd nach dir. Und er jagt und jagt und jagt. Und sie weinte. Sie sagte, nun, eines Tages, Schatz, wird der Hund des Himmels dich zur Strecke bringen. Er kommt und setzt sich in die erste Reihe und ich sitze da und predige über was auch immer und aus dem Nichts. Und ich sehe ihn an, der Hund des Himmels wird dich kriegen. Und der Junge macht Bumm. Seitdem war er jede Woche in der Kirche. Er ist wie, aber das ist es, was wir bekommen. Wir bekommen einen guten Vater, wir bekommen einen Vater, der uns nachgeht. Er ist gerade dabei, einige von euch zu jagen. Es ist, als ob ihr ihn ignoriert hättet. Und er sagt, hey, ich habe etwas mit dir vor. Du kannst zuhören oder abschalten. Aber ich habe etwas mit dir vor. Ich möchte beten. Vater, ich bete, dass wir Herzen haben, die wirklich zuhören können. Dass wir ein Herz haben, wenn du sprichst und die Hand ausstreckst und rettest und versiegelst und überführst und segnest, dass wir Herzen haben, die tatsächlich reagieren und sagen, du bist ein guter Vater, dem ich alle Tage meines Lebens folgen möchte. Und ich und Jesus, du bist der Held, nicht ich. Und ich erkenne, dass du an meiner Stelle ein perfektes Leben gelebt hast und am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Du hast den Zorn Gottes auf dich genommen, damit er nicht auf mich fällt. Und du bist vom Tod auferstanden. Du lebst und regierst und herrschst jetzt. Einige von euch müssen einfach ihre Herzen auf diese Herrschaft einstellen. Sogar jetzt. Und sagen, ich habe nicht so gelebt, aber das macht nichts. Denn du benutzt sehr unvollkommene Menschen. Ich bete dafür, dass es auf jeden von uns zutrifft. Und dass wir in dem Moment, der uns in diesem Land zu dieser Zeit gegeben wurde, zu deiner Ehre und in deiner Kraft leben, um deine Arbeit zu tun, ohne uns zu vergleichen, weil du uns wissen lassen willst. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. In Jesu großem Namen bete ich. Amen.